So, ich wollte mich mal wieder melden. Nicht, dass es heißt, ich habe euch vergessen. Nein, nein, keine Bange. Wie ihr seht, bin ich ja mittendrin, auch hier am Drucken. Das wird jetzt für den Filament-Vorschub, ja, so ein spezielles Teil, wo das Filament mehr an dieser Laufrolle hier oben an dieser Druckerdüse dran gedrückt wird, damit ja das Filament, was von hier oben kommt, also hier sind die Filamentboxen, dass das dann quasi ja extra da dran gedrückt wird und ja den Vorschub gewährleistet. So, das Ding bin ich jetzt zurzeit am Drucken. Wie ihr seht, hat sich schon ein bisschen was verändert. Es ist jetzt eine Glasplatte drauf. Ja, und ich muss sagen, bis jetzt bin ich damit eigentlich zufrieden. Die Drucke klappen besser wie vorher. Ja, wie ihr seht, habe ich hier so ein paar Ecken schon gedruckt, aber das ist so mehr Spielerei. Wie gesagt, ich hatte jetzt erstmal ja so Glasplatten Befestigungskanten, sage ich mal, gedruckt, damit ich das auf diesem Heatbed draufdrucken kann oder drauf machen kann. Ich habe das Druckbett umgebaut von, ja, vorher waren es 4 Schrauben, die zum Leveln gebraucht wurden, und jetzt wird das Ganze über 3 Schrauben gemacht. Ja, wie ihr seht, er druckt noch ein Weilchen, weil ich habe ja ganz fein eingestellt und dann eben auf volle Füllung, also sprich, das wird ein kompletter Plastikklotz, der auch innen zu 100% mit Plastik gefüllt ist, weil doch da ja andere, ja, wie soll ich sagen, andere Gewalten drauf liegen. Also der muss schon ein bisschen was abkönnen. Ja, was habe ich jetzt noch vor? Wie gesagt, ich will hier noch so eine Lüfterkühlung, werde ich mir noch ausdrucken. Und hier mit diesem Filament, da muss ich mir auch irgendwas einfallen lassen. Ich hatte gedacht, das geht so, aber nein, es geht so nicht. Das dröselt sich so auf, springt spiralförmig auf und ja, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, Haarspray brauche ich für die Glasplatte, damit die Drucke da drauf halten. So eine Art wie Kleber ist das. Ja, diese graue Wurst, die ihr da seht, oder ja, es war meine Wurst, jetzt ist es breit gedrückt, das ist Wärmepaste, Wärmeleitpaste, damit sich auch die Wärme in die Glasplatte zieht, weil die brauche ich ja zur Haftung. Gut. Ja, was habe ich noch vor? Ich habe noch vor, hier kommt noch eine Halterung hin für meine GoPro, und dann wird das so sein, dass die ungefähr so filmt, und dann kann ich euch ja das ein oder andere Video mal zeigen, wie so eine Figur entsteht. Ja gut, hier neben seht ihr noch so allerlei Krimskram, was man denn so mal für braucht, weil ab und zu muss man ein bisschen dran umherbasteln. Und wie gesagt, das ist eigentlich so ein Drucker, ist eigentlich eine ewige Baustelle. Man findet immer wieder was, was man verändern kann, was man verbessern kann, und. Ja,
das soll es jetzt erstmal von dem Drucker sein. Ich hatte euch ja mal gesagt, wegen den Aquarien, da hat sich auch was getan. Da werden wir die Tage dann nochmal drauf zukommen. Da werde ich ein Video machen, und zwar bis in das oberste Becken jetzt sind da jetzt Garnelen eingezogen. Das untere habe ich ein bisschen aufgeräumt und habe da wieder Kultur reingebracht. Aber das kommt dann in dem Video, wenn ihr das sehen wollt. So, wie gesagt, das hier ist jetzt auch nur so ein kleines Info-Video, damit ihr wisst, aha, es tut sich noch was. Und ja, es kommen also noch Videos. Wie gesagt, ich habe so ein oder andere Ideen noch, was man da zeigen kann, was man damit bauen kann und. Ihr könnt mir auch Anregungen in die Kommentare schreiben, was ihr denn gerne mal sehen möchtet oder ja, was ich mal machen soll, was ich mal drucken soll. Wer STL-Dateien hat oder bei Thingiverse, ich packe den Link mal mit unten in die Infobox, kann ja da auch mal gucken. Vielleicht findet der ein oder andere auch mal was, was ich eventuell ausdrucken kann. Was möglich ist, mache ich natürlich möglich, ist logisch. Ja, aber wie gesagt, das soll es jetzt hier erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier zwischendurch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Abonnieren nicht vergessen. Ja, ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.